ist der 14. Juli 2023. Endlich ist es soweit. Unsere lang geplante Schwedentour hoch nach Karlskrona soll beginnen. Früh morgens um 6 werfen wir die Leinen los und starten mit günstigem Segelwind von 8 an. Tags zuvor wurde klar Schiff gemacht und Diesel gebunkert. Und auch Proviant wurde reichlich eingekauft, sowie Bier, Wein und Spirituosen. Die skandinavischen Länder sind für ihre Preise berühmt-berüchtigt. Regina hatte es erstmalig geschafft, sich eine vierwöchige Auszeit von ihrem Imbiss Kap Ort zu verordnen, sodass wir uns eine schöne Route ausdenken konnten. Ich plante, von Geza nach Klintholm zu segeln, von dort weiter nach Trelleborg, über Ystad in die Hanöbucht und dann nach Karlskrona. Ab hier sollte die Rückreise beginnen, über Bornholm und Rügen und dann wieder über Warnemünde nach Fehmarn zurück. Soweit die Planung. So, mittags 14 Uhr. Heute Morgen um 6 sind wir Fehmarnort ausgelaufen. Eigentlich sollte es heute bis Klintholm gehen. 70 Seemeilen, wohl ein bisschen sportlich, was ich mir da vorgenommen habe. Der Wind ist nach 2-3 Stunden eingeschlafen und jetzt sind wir unter Motor. Kurz vor Geza und bis Klintholm habe ich jetzt wirklich keine Lust, bis abends um 11 zu motoren. Also Zwischenstopp in Geza. Und ja, morgen soll wohl wieder ein bisschen Wind kommen und dann wird es vermutlich besser laufen. Ansteuerung Geza. Letzte Untiefentonne voraus. Interessiert mich allerdings nicht. Die Untiefe ist 5 Meter tief. Nicht meine Baustelle. Hinten kommt die Warnemünder Geze-Fähre. Ist so ein irre langes Rohr oben drauf. Die nutzt den Magnus-Effekt aus, um Treibstoff zu sparen. Die Ansteuerung des Yachthafen Gezas ist unproblematisch. Er befindet sich ungefähr eine Seemeile westlich des Fährhafens. Die Hybridfähre Kopenhagen sieht mit ihrem hohen Zylinder schon recht merkwürdig aus. Ein solcher Zylinder erzeugt auf der Luftseite einen Überdruck, auf der Lehseite einen Unterdruck und kann somit einen Vorschub erzeugen. Wird dieser Zylinder überdies noch gedreht, so entsteht die Kraft rechtwinklig zum Wind. Das heißt, dieses Boot kann quasi segeln. Die Geza Rostock-Fähre fährt fast nur in Nord- bzw. Südrichtung und bei den vorherrschenden West- oder Ostwinden lassen sich so bis zu 5% der CO2-Emissionen einsparen. Die Kopenhagen dient als Prototyp zum Test eines sogenannten Flettner-Rotors, der diesen Antrieb in den 1920er Jahren entwickelte. Vom Ort Geza gibt es selber nicht viel zu vermelden. Er dient nur als Verladestation für die Fähren. Inzwischen hat sich ein günstiger Südostwind 5 Beaufort eingestellt. Daher brachen wir zeitig um 7 auf, um dieses günstige Wetterfenster für unseren Kurs Nordost nach Klintholm auszunutzen. Zum Nachmittag sollte der Wind wieder einschlafen. Zunächst hieß es unter Maschine bei 5 Beaufort gegen Wind und Welle gegen anzumarschieren. Erst nach dem Passieren des südlich Geza gelegenen Riffs setzte ich Kurs unter Segeln nach Klintholm ab.
Distanz bis Klintholm waren ungefähr 30 Seemeilen. Mit Wind aus Südost würde ich die ganze Zeit auf einem Bug segeln, ohne kreuzen zu müssen. Hier lohnte sich definitiv der Einsatz der Windsteueranlage. Wesentlich ruhiger und stabiler als der Autopilot, der insbesondere bei Seegang doch zu kämpfen hätte, hatten wir nur einen ruhigen Kurs über 6 Stunden vor uns liegen und konnten uns herrlich im Sonnenschein entspannen und unseren Gedanken hingeben. Ich freute mich schon auf den netten Hafen Klintholm, den ich das letzte Mal 2018 bei meiner Bornholm-Tour besucht hatte. Kurz vor 15 Uhr holte ich die Segel ein und schmiss die Maschine an. Bei strahlendem Wetter galt es, die Marina und die Umgegend zu erkunden. Die herrlich weißen und weiten Sandstrände links und rechts der Marina laden zu Spaziergängen und zum Träumen an. Hier wird man nicht auf allzu viele Menschen treffen, da Klintholm doch recht abseits von den Ferienströmen liegt und wird meistens nur von Seglern angelaufen. Für die nächsten Tage war Schlechtwetter mit Starkwind angesagt und wir ließen uns 3 Tage in Klintholm einwehen, gaben in der kleinen Kneipe am Hafen 2 Konzerte und genossen die Freizeit und bei Schlechtwetter grillten wir unter der Kuchenbude. Wenn es draußen stürmt und regnet, dann wird unter der Kuchenbude gegrillt. Geht doch! Nach 3 faulen Hafentagen, dem ein oder anderen Absacker mit Segelkameraden aus meinem alten Heimathafen Neustadt und aus Ort, klarte das Wetter wieder auf und es wurde Zeit, wieder abzulegen und wir wollten uns auf den Weg von Klintholm nach Trelleburg machen. Der eine oder andere hatte uns wegen der unsicheren Wetterlage von der Überfahrt abgeraten. Aber es waren morgens 5 Windstärken und der Wetterbericht sagte kein schlechteres Wetter voraus, im Gegenteil, der Wind sollte abnehmen und das Wetter sollte aufklaren. Ich fand, es waren ideale Wetterbedingungen, bei rauem Wind überzusetzen. Nach dem Passieren des Leuchtfeuers von Möhnsklint konnte der Kurs auf Trelleburg abgesetzt werden.
In der Ferne kam uns am Horizont die Travemünde-Trelleburg-Fähre entgegen. Wetter und Stimmung an Bord bestens. Der Kurs stimmte. So konnte es weitergehen. Der Kreidefelsen Møns Klint ist die höchste Steilküste an der dänischen Ostseeküste. Sie entstand vor ungefähr 70 Millionen Jahren am Grunde eines Meeres, ähnlich wie der Kaiserstuhl auf der Insel Rügen. Die 6 Kilometer lange Kalksteinwand ist schon von Weitem auszumachen und eine der Attraktionen schlechthin. Der Kurs war günstig und Wind und Welle trieben uns viel zu schnell vor sich her. Und bald lagen die Klippen von Möhn in unserem Kielwasser. Die Windsteueranlage verrichtete munter ihren Dienst und die Biedewind rutschte mit ihrem Heck die Wellenberge hinunter in die Täler. Vorbei ging es am Offshore-Windpark Kriegers Flak, den wir bald hinter uns ließen. Das eintönige Geschaukel hatte doch eine beruhigende Wirkung und Regina genoss ihren Powernap. So, 2 Tage haben wir uns in Møns Klint einwehen lassen. Gestern Nacht zogen die Gewitter ab mit heftigen Böen. 24, 25 Knoten. Heute Morgen ging der Wind ein bisschen runter und da haben wir beschlossen, überzusetzen von Møns Klint nach Schweden. Und jetzt geht's in den kleinen Hafen direkt neben Trelleborg. Ja, sind jetzt noch, ich denke mal, 15, 16 Seemeilen, die wir machen müssen. Wind lässt gerade ein bisschen nach. Schaffen nur noch ein bisschen 4 bis 5 Knoten Fahrt. Naja, wir haben Zeit. So, 2 TT-Liner begegnen sich. Der eine will nach Trelleborg, der andere kommt von Trelleborg und dann geht's nach Travemünde. Ja, wenn wir die immer schön parallel zu uns haben, können wir ja den Segelhafen von Trelleborg nicht verpassen. Das ist ja einfache Navigation. So, gleich noch ein Verkehrstrennungsgebiet kreuzen. Der Horizont ist schon Land zu sehen. Immer wenn ich auf längeren Touren unterwegs bin, stelle ich meinen AES-Kollisionsalarm ein. Zu schnell verliert man bei längeren Schlägen die Aufmerksamkeit und verpasst eine Schnellfähre, die von Achtern oder von der Seite kommt und vom Segel abgedeckt ist. So bin ich immer auf der sicheren Seite. Die Überfahrt hat sich dann doch etwas länger hingezogen als zunächst geplant, da der Wind zwischenzeitlich eingeschlafen war. Nach dem Passieren einer weiteren Schnellfähre erreichten wir abends gegen 19 Uhr das schwedische Festland und suchten einen Liegeplatz. Landfall war in der kleinen Marina Gislerslege des Trelleborger Segelvereins. Die war ungefähr 1,5 Seemeilen östlich von Trelleborg angesiedelt und daher vom Lärm des Schiffsverkehrs nicht berührt. Allerdings war hier nicht viel los,
Außer einer mittelmäßigen Pizza in einem mittelmäßigen Imbiss gab es hier nichts zu sehen, sodass wir uns am nächsten Tag zeitig wieder auf den Weg machten. Entlang der schwedischen Südküste sollte es von Trelleborg in die Kleinstadt Ystad in 20 Seemeilen Entfernung bei leichtem westlichen Wind von 3 Beaufort gehen. Die 5-stündige Überfahrt war schön, aber unspektakulär. Aber da wir schon gegen 3 im Hafen lagen, hatten wir genügend Zeit, die Stadt zu erkunden und Proviant einzukaufen. Die Schweden waren nachmittags am Schwurfen und da kann man doch nur sagen, Svenska jälskadai. Am nächsten Morgen machten wir uns pünktlich um 8 auf den Weg. Es sollte in das ungefähr 30 Seemeilen östlich entfernte Simrishamn gehen. Sorge machte mir allerdings ein wenig die Wetterentwicklung, die ich im Auge behalten wollte. Keine Sorgen musste ich mir hingegen um die Schnellfähre nach Bornholm machen. Ebenso wie auch die anderen Schifffahrtsrouten lagen deren Kurse südlich von unserem, der dicht unter Land entlang der schwedischen Südküste verlief. Unser Kurs verlief entlang der endlosen weißen Sandstrände von Santa Maren. Als wir das Leuchtfeuer Santa Maren passiert hatten, der südöstlichsten Spitze von Schweden, konnten wir Kurs Nordost absetzen. Allerdings verschlechterte sich das Wetter zusehends und ich musste darauf ein Auge behalten. Erste Regenschauer mit Böen 25 Knoten zogen durch und ich kürzte die Genua ein. Dann überlegte ich, statt nach Simrishamn, den Hafen Skillinge, wenige Seemeilen vorher schon anzulaufen, um gar nicht erst in Unwetter zu kommen und doch einen entspannten Segeltag genießen zu können.
Dieser vorzeitige Reiseabbruch im Hafen Skillinge war eine weise Entscheidung. Die Unwetter zogen über uns hinweg und der Himmel klarte auf. Direkt neben der Biedewind zog uns ein Kroger magisch an. Und wen wundert's? Wir kehrten ein, tranken ein Bier und ließen uns die Speisekarte reichen. Von außen sah das Restaurant ja nicht besonders aus, aber vom Inneren war es vom Allerfeinsten. Wir hatten lange nicht so lecker zubereiteten Fisch gegessen. Die Einkehr hatte sich wirklich gelohnt. In dem kleinen Ort gab es nicht viel zu entdecken. Aber die beiden doch relativ großen Hafenbecken ließen vermuten, dass hier einst mal eine größere Fischereiflotte beherbergt war. Jetzt diente er nur noch als Schiffsfriedhof und für die wenigen Segler, die hier hereinfanden. Wir waren jetzt seit einer Woche unterwegs, hatten aber bislang erst 200 Seemeilen geschafft. Kein gutes Endmal. Das lag daran, dass häufig Starkwind war und dass wir es eigentlich auch nicht eilig hatten und daher immer 2-3 Tage einkehrten. Aber so langsam wurde es doch Zeit, weiter Richtung in die Hanöbucht zu kommen und wir beschlossen, direkt von Skillinge nach Aarhus zu segeln und Simrishamn auszulassen. Wie auch schon am Vortage meinte es auch heute der Wettergut nicht gut mit uns. Und so zog eine Wetterfront nach der anderen durch. Es schauerte und stürmte, dann nahm der Wind wieder ab und anschließend wieder zu. Es war klar, dass wir diesmal nicht trockenen Fußes durchkommen würden. Und kurz hinter Simrishamn begann es dann auch. Die Regentropfen peitschten in den Böen waagerecht über Cockpit und Deck. Regina hatte es gut, sie saß im Windschatten in der Kuchenbude. Aber ich, Dummerchen, hatte die Windsteueranlage nicht angesteckt und nun war es zu spät. So musste ich im strömenden Regen an der Pinne sitzen bleiben. Bekanntlich scheint nach jedem Regen zum Glück die Sonne wieder. Und so konnten auch wir unsere Reise nach Aarhus unverdrossen weiter fortsetzen, nicht ahnend, in was für einem witzigen Hafen wir bald landen würden.
Bei der Ansteuerung von Aarhus sahen wir schon von Weitem die Industrieanlagen und großen Silos und dachten, puh, was für eine hässliche Hafenstadt kommt denn jetzt? Und dieser Eindruck wurde auch beim Einlaufen verstärkt. Nun gut, dachten wir, hier werden wir nicht allzu lange bleiben. Doch es kam dann ganz anders. Nachdem wir das Industriegebiet hinter uns gelassen haben, entpuppte sich die Ansteuerung als ein altes Flussbett, wo der Hafen links und rechts von modernen Marinas umgeben war und auch zahlreiche Restaurationen auf ein reges Nachtleben hinwiesen. Na gut, dachten wir, lassen wir uns mal überraschen. Als erstes hieß es, den örtlichen Yachtclub aufzusuchen und die Hafenpänge zu bezahlen. Und weil dort auch gleich ein Restaurant geöffnet war, gab's erstmal ein Anlegerbier. Musik eines Liedermachers von der anderen Hafenseite weckte unsere Aufmerksamkeit. Wir hatten mal wieder Glück gehabt. Dieses Wochenende war Hafenfest. Na, dann konnte es ja losgehen. Make amends, say the words we never said. It's complicated, understated, full of love, but I love. You're moving on towards better days. We are running out of time, running out of things to say. Das kleine Floß war uns schon beim Einlaufen in den Hafen aufgefallen. Und nun wurde auch dessen Bedeutung klar. Um auf die andere Hafenseite zu kommen, hätte man sonst 5 Kilometer Fußweg hinter sich legen müssen. Aber so waren die beiden Gaststätten mit dem Floß verbunden. Na, da mussten wir doch mit. Das auffällige Gebäude, das gegenüber der anderen Hafenseite der Biedewind lag, entpuppte sich als Hauptsitz der Firma Absolut Wodka, die hier ihren Schnaps produzierte. Na, das klang vielversprechend und wir beschlossen, noch einen Tag zu bleiben, um dem Hafenfest noch länger beizuwohnen, das sicherlich auch von Werbemaßnahmen der Firma gesponsert wurde. Die Hauptattraktion war dann wieder die Überfahrt auf die andere Hafenseite. Die Jugendlichen hatten einfach zu viel Spaß daran, mit ihrem Floß zu navigieren. Am nächsten Morgen verkehrte natürlich noch keine Fähre. Dies lohnte sich nur abends, wenn die Restaurants geöffnet waren. So beschlossen wir, zur nächsten Brücke zu gehen und von dort uns die Stadt anzuschauen.
Tja, wenn die Fähre nicht fährt, dann muss man laufen. Es gibt eine Brücke. Natürlich hatte Absolut Wodka auch ein Absolut Home. Ein nettes Café mit einem wunderschönen Garten. Überhaupt gefiel uns diese Stadt ausfallend gut. Wir beschlossen, noch länger zu bleiben. Da wir selber als Straßenmusikanten durch alle Häfen ziehen, freuten wir uns natürlich umso mehr, wenn es an jeder Ecke Live-Musik gab. Nach langem Marschieren beschlossen wir, uns bei einem Kaltgetränk in einer gediegenen Bar auszuruhen. Abends sollte die Party beidseitig des Ufers weitergehen. Und die kleinen Motorboote dienten als Taxis für trinkfreudige Schweden. Nun ja, Musik ist bekanntlich Geschmackssache. Aber den Schweden schien es gefallen zu haben, denn hier ging es abends ordentlich zur Sache. Und wir hatten einen halben Spaß, bis nachts um eins den abgedrehten Treiben zu folgen. Schon wieder waren wir mehrere Tage in einem Hafen geblieben. Aber so soll es ja auch sein. Der Weg ist das Ziel und wenn es so eine lustige Party gibt, dann dürfen wir nicht fehlen. Nun war es jedoch Zeit aufzubrechen und vormittags um 11 machten wir uns auf den Weg, um zur Insel Hanö zu segeln. Und wieder ging es vorbei an den uns nun gar nicht mehr so trostlos vorkommenden Hafenanlagen. Trostlos war eher das Wetter, denn es war diesig verhangen und Regen war angesagt. Aber das machte uns nichts aus, wir brachten genug gute Laune mit, die wir in Aarhus getankt haben, um die 4 Stunden bis zur Insel Hanö auch bei trübem Wetter zu versegeln. Sollte dir mein kleines Segelvideo gefallen haben, so freue ich mich über einen netten Kommentar oder ein Like. Gerne kannst du auch meinen Kanal abonnieren, dann wirst du keins der weiteren Abenteuer der Biedewind verpassen. So long, euer Nico und Regina.